Das Thema ist der Generationenkonflikt. Wie verstehst du dich mit deiner Mutter? Ach, ich verstehe mich gut mit meiner Mutter, da kann ich nichts sagen. Sagt meine Therapeutin auch. Ne? Hallo Mama. Die guckt zu. Ne? Nur, ich habe einfach festgestellt, Telefonate mit Müttern, also zwischen Töchtern und Müttern, die verlaufen irgendwie immer gleich. Das fängt ja damit an, dass eine Mutter fragt, was hat dein Freund denn heute zu essen gekriegt? Ne? Egal, ob du jetzt einen Freund hast oder nicht, ne? Das spielt keine Rolle. Und wenn du dann wieder nicht gekocht hast, dann kommt dieses typische... Das machen die nämlich alle. Beleidigter Gesichtsausdruck, Kopfbewegung nach rechts und Schnaufen. Das muss in den 60er Jahren fester Bestandteil von sämtlichen Geburtsvorbereitungskursen gewesen sein. Du warst früher, habe ich mir sagen lassen, obwohl man das fast sich nicht vorstellen kann, ein richtiger Öko. Ja. Ja, stimmt. Ich war ein richtiger Öko. Wir haben ja damals jede Demo mitgenommen. Wir haben zum Beispiel, ganz oft haben wir demonstriert gegen die Kosmetikindustrie. Ich verfluche Tierversuche. Ja, da waren wir noch jung. Ja. Gentests werden immer beliebter. Es wird im Internet Werbung damit gemacht. Und zwar habe ich das gelesen, warum sollen nur Straftäter ihr persönliches DNS-Profil erhalten? Macht der Genlabor Werbung? Ja. Also, warum sollen Straftäter? Ich finde ja, DNS-Analysen soll es für alle direkt ab Geburt geben. Wenn dann einer ins Babybecken pinkelt, dann kannst du den sofort erfassen. Da gibt es eine ganz harte Strafe, 100 Jahre Daniel Kübelböck-CDs hören. Zum Beispiel. Oder 100 Bundestagsreden von Angela Merkel. Alles möglich. Ja, mich hat das Thema DNS ja schon in der Schule genervt. Das war ja damals so im Biounterricht. Da haben wir nicht gelernt, Bäume zu bestimmen, konnte kein Mensch von uns, ne, sondern DNS von irgendwelchen Pantoffeltierchen zu analysieren. Ne? Das konnten wir. Und ich war ja Baumfan. Ich war Baumfan. Als alter Öko war ich Baumfan. Ich hatte so einen Pullover, da war hier vorne so ein Baum draufgestickt. Ne? Und drunter stand, mein Freund, der Baum ist tot. Alexandra. Na, genau. Wenn ich mich damit im DM neben die Regale mit den FCKW-Sprays gestellt habe, da hat sich aber keiner mehr getraut, was zu kaufen. Ja. Das war viel Arbeit, die Welt zu verbessern. Das kann ich Ihnen sagen, wirklich. Mein lieber Mann, das können die Jugendlichen heute ja gar nicht mehr leisten. Ne? Wenn du heute jugendlich bist, hast du ja nur das Ziel, ich werde Popstar. Ne? Die denken ja heute, Dalai Lama ist eine neue Halbfettmargarine. Ja. Diese Nebeneinkunftsproblematik, Barbara, macht die Bürger wahlmüde? Naja, wahlmüde, ich meine, wer geht denn heute überhaupt noch wählen? Ne? Man weiß ja gar nicht mehr, wen man wählen soll heute. Mein Nachbar, der sagte neulich noch ganz treffend, nö, ich wähle nicht, ich mache von meinem passiven Wahlrecht Gebrauch. Ne? Aber ich muss sagen, da fehlen die Anreize auch. Ne? Merchandising-Produkte zum Beispiel zum Mitnehmen. Ne? So einen kleinen Wackelschröder. Oder dann Stoiber-Hotzenplotz. Oder für die ganz Harten hier eine Angela-Merkel-Puppe. Ja, die könnte man füttern, schminken und frisieren. Angela Merkel muss immer hier halten, oder? Ne? Ja. Ich frage mich immer, wer guckt sich eigentlich die Frisuren der Typen an, die uns regieren wollen? Kein Mensch. Ne? Der Wolfgang Thierse, da fehlen nur noch Heidi der Ziegenpeter. Ja, man will doch als Frau, will man doch auch was zu gucken haben, wenn sich schon inhaltlich alles ähnelt, oder? Ne? Stell dich doch mal vor, der Stoiber, der sähe aus wie, sagen wir mal, Brad Pitt. Ne? Da würden wir doch kreischend die Wahllokale stürmen und unsere BHs an die Stimmzettel tackern. Ja, Lösungen über Lösungen. Ja. Barbara Ruscher.